Vor sehr langen, langen Zeiten lebte einst ein Jägersmann, hatte 5 sehr gute Freunde, denen er vertrauen kann. Listig war das schlaue Füchslein, kraftvoll war der graue Wolf. Bruder Bär, der war sehr mächtig und der Adler klug und stolz. Hilfreich war der schnelle Hase, freundlich unser Jägersmann. Gegen so viel gute Freunde kommt das Böse niemals an. Lernt mit mir aus der Geschichte, dass das Böse niemals siegt, wenn es Freundschaft und auch Liebe zwischen Mensch und Tieren gibt. Lernt mit mir aus der Geschichte, dass das Böse niemals siegt, wenn es Freundschaft und Vertrauen zwischen allen Menschen gibt. Vor langen Zeiten, da lebte einmal in diesem großen Lande Russland eine arme Witwe mit ihrem Sohn. Dieser Knabe war schön und freundlich, doch leider war er auch sehr stark. Und da fürchteten ihn die anderen Kinder und sie wollten nicht mit ihm spielen. Nur der Sohn des Zaren spielte mit ihm, denn er wusste, mein Vater ist der Zar und der ist der stärkste von allen. Doch eines Tages im Spielkampf, da schlug der Sohn der Witwe dem Sohn des Zaren so fest auf den Kopf, dass das Blut herausspritzte. Der Zarensohn lief schreiend davon und der Sohn der Witwe hin zu seiner Mutter. Mutter, Mutter, denk dir, ich habe dem Sohn des Zaren den Kopf eingeschlagen. Die Mutter erschrak. Oh mein Kind, der Zar wird dich töten lassen. Hier, nimm die Flinte und den Gürtel deines Vaters und dann lauf, mein Sohn, rette dein Leben. Lauf, so schnell deine Füße dich tragen. Und der Junge, der lief davon. Er vergaß vor lauter Angst, sich von seiner Mutter zu verabschieden. Er lief den ganzen Tag, bis er in einen dunklen Wald kam. Und dort legte er sich zum Schlafen nieder. Doch er vergaß nicht, seinen Abendsegen zu sprechen. Und er bat die Engel um Schutz und Segen. Und die Engel kamen. Und sie legten ihre Schwingen auf das Kind und er schlief geborgen bis zum anderen Morgen. Doch am Morgen, als er erwachte, da eilte er voller Angst weiter. Er lief und lief und machte erst im nächsten Zarenreich wieder Halt. Und dort kam er zu einem großen See. Dieser See war angefüllt mit Enten. Und da merkte er, wie viel Hunger er hatte. Und er nahm die Flinte des Vaters und er schoss. Und endlich fiel eine Ente zu seinen Füßen nieder. Er nahm sie voller Dankbarkeit, rupfte sie, sammelte Holz für ein Feuer. Und als ihm der Duft in die Nase stieg, da erinnerte er sich daran, dass die Mutter immer für Speise und Trank gedankt hatte. Und auch er dankte Himmel und Erde
für diese Speise. Und als er satt geworden war, da schaute er sich um und er sah, wie schön es war. Dieser große See mit den vielen Enten, dieser dunkle Wald und die Felsen, die Schutz boten. Und er dachte bei sich, hier werde ich in 300 Jahren noch keine Not leiden, ich bleibe. Und er baute sich eine kleine Hütte auf den Felsen. Er sammelte Pilze und Beeren und Holz für den Winter. Und als der Winter kam, da brauchte er keine Not zu leiden. Und wenn der Wind um das Haus fegte, dann sang er manchmal ein heiteres Lied und er neckte den Wind. Wind, Wind, wehe um mein kleines Haus, sei doch nicht so grimmig, ich komme nicht hinaus. Wind, Wind, wehe um mein kleines Haus, sei doch nicht so zornig, ich komme nicht hinaus. Doch der Winter wurde kälter und kälter. Diese eisige Kälte, die trieb die Tiere des Waldes immer näher an die menschlichen Behausungen heran. Und eines Tages, da kam ein kleiner Fuchs aus dem Walde heraus. Und der Fuchs, der sah den Rauch aufsteigen und er dachte bei sich, wo Rauch ist, ist Feuer. Und wo Feuer ist, kann ich mich wärmen. Nun könnte dort auch einer sein, der mich erschießt, doch besser erschossen als erfroren. Und der Fuchs rannte los, klopfte an die Hütte. Und der kleine Jäger öffnete ihm. Und als er den Fuchs sah, da sagte er, komm herein, kleiner Fuchs, und wärme dich. Und der Fuchs legte sich ans Feuer, und als es ihm warm wurde, da begann er sich zu räkeln, und dabei fiel sein Blick an die Decke. Und da sah er eine Ente hängen. Und der Fuchs hatte seit Tagen nichts gefressen, und er bat, kleiner Jäger, Wärme allein macht nicht satt. Bitte, bitte, gib mir ein Stück von dieser Ente. Ich verspreche dir, solltest du jemals in Not geraten, dann werde ich dir mit meinem ganzen Volke zu Hilfe eilen. So wahr ich der Zar aller Füchse bin. Und weil dieser Knabe nicht nur schön und stark war, sondern auch ein gutes Herz hatte, bekam der Fuchs die ganze Ente. Und dann ging der Knabe hinaus und er schoss neue Enten. Und er hing sie unter die Decke. Und als der Fuchs merkte, dass er hier in dieser Hütte keine Not würde leiden müssen, da beschloss er zu bleiben. Und der Jäger freute sich. Doch die eisige Kälte, die trieb eines Tages auch einen großen, grauen Wolf aus dem Walde heraus. Und der Wolf sah den Rauch aufsteigen. Er rannte hin zur Hütte und klopfte an, und er bat, sich wärmen zu dürfen. Der Jäger schaute hinaus, und er sah diesen großen, grauen Wolf, und er fragte Füchslein, sollen wir ihn einlassen? Und das Füchslein sagte, aber ja, er hat doch so freundlich gebeten. Und er öffnete die Türe,
Und er sagte: Freund Wolf, du kannst dich bei uns wärmen, aber wehe, du schaust an die Decke, dann schicken wir dich sofort wieder hinaus. Der Wolf legte sich ans Feuer, und als er warm wurde, da dachte er bei sich: Warum soll ich denn nicht an die Decke schauen? Ich könnte doch vielleicht mit einem Auge. Und er schaute an die Decke und er sah die Enten hängen. Und dieser Wolf hatte seit Tagen nichts gefressen. Und er bat: Kleiner Jäger, bitte, bitte gib mir ein Stück dieser Ente. Siehe, ich habe seit Tagen nichts gefressen. Ich verspreche dir, wenn du einmal in Not und Gefahr gerätst, dann werde ich dir mit meinem ganzen Volke zu Hilfe eilen, so wahr ich der Zar aller Wölfe bin. Und auch der Wolf bekam seine Ente, und sie kamen gut miteinander aus. Doch die eisige Kälte trieb eines Tages einen großen Bären aus dem Wald. Und der Bär sah den Rauch aufsteigen, der rannte hin zur Hütte, riss die Türe auf und sagte: Freunde, ich bin zu euch zu Besuch gekommen, ob euch das passt oder nicht. Der Fuchs sagte: Du kannst bei uns bleiben, Freund Bär. Doch wehe, du schaust an die Decke, dann schicken wir dich sofort wieder hinaus. Der Bär aber wusste, er war der Stärkste von allen. Er wartete nicht einmal, bis er warm geworden war. Er schaute sofort an die Decke. Und er sah die Enten hängen. Und er sagte: Junger Jäger, ich weiß, dass du der Herr dieser Hütte bist. Der Fuchs und der Wolf sind auch nur deine Gäste. Ich bitte dich, gib mir eine dieser Enten. Und ich verspreche dir, wenn du jemals in Not und Gefahr gerätst, dann werde ich dir mit meinem ganzen Volke zu Hilfe eilen, so wahr ich der Zar aller Bären bin. Und auch der Bär bekam seine Ente, und auch er blieb in der Hütte. Doch der Winter wollte nicht enden, und eines Tages trieb die eisige Kälte auch einen Adler aus den Höhen herab. Und der Adler kam zur Hütte, klopfte an und bat, sich wärmen zu dürfen. Und wieder sagte das Füchslein: Du kannst dich bei uns wärmen, Freund Adler, aber wehe, du schaust an die Decke, dann schicken wir dich sofort wieder hinaus. Doch ihr wisst ja, wie das ist. Wenn einer zu euch sagt, das darfst du nicht tun, dann tut ihr's doch sogleich. Und so schaute auch der Adler an die Decke, und er sah die Enten hängen. Und er bat: Junger Jäger, bitte, bitte rette mich. Ich habe seit Tagen nichts gefressen. Ich verspreche dir, solltest du einmal in Not geraten und Hilfe brauchen, dann werde ich dir mit meinem ganzen Volke zu Hilfe eilen, so wahr ich der Zar aller Adler bin. Ja, und auch der Adler bekam seine Ente. Und es dauerte nicht lange. Hoppeldihopp, hoppeldihopp, da kam ein Hase des Wegs. Und weil der Fuchs wusste, dass ein Hase keine Enten frisst, sagte er:
Freund Hase. Du kannst bei uns bleiben. Du hast doch schnelle Beine. Du könntest ja vielleicht eines Tages für uns Botengänge verrichten. Und der Hase, der Zar aller Hasen war, der blieb in der Hütte. Und die Tiere und der Jäger, die kamen sehr gut miteinander aus. Der klügste von ihnen war der Fuchs, und er gab jedem seine Aufgaben, und sie gehorchten ihm aufs Wort. Die Tiere sorgten für die Hütte, und der Jäger ging hinaus, und er schoss die Enten und fütterte seine Tiere. Und so ging es ihnen allen sehr gut in dieser Hütte, und sie wurden Freunde. Doch glücklicherweise geht auch der strengste Winter einmal zu Ende. Die Sonne schien, der Schnee schmolz, die Bächlein begannen zu plätschern und die Blumen zu blühen und die Vögel begannen zu singen. Doch die Tiere, die zogen nicht hinaus in den Wald. Sie blieben bei ihrem Jäger. Und von der Hütte aus regierten sie ihre Völker. Und wann immer es Nachrichten zu überbringen galt, da lief der kleine Hase hinaus und brachte die Botschaften zu den Völkern der Tiere. Und so ging die Zeit dahin. Der Jäger liebte seine Tiere und sie liebten ihn. Doch am meisten liebte und ehrte er den klugen Fuchs, denn er bekam manchen guten Rat von ihm. Und eines Tages, da kam der Fuchs und er sprach: Höre, mein Freund, du weißt doch, wie das ist in der Welt. Wenn einer einem etwas Gutes tut, dann zieht das Gute Gutes nach sich. Du hast uns allen vor vielen Jahren das Leben gerettet. Und jetzt ist es Zeit, dass wir dir deine Güte belohnen. Was hältst du davon, wenn wir dir die Tochter des Zaren zur Frau bringen? Der Jäger, er lachte und sagte: Das ist ein wunderbarer Gedanke. Doch der Zar, der hütet seine Tochter wie seinen Augapfel. Er wird sie mir niemals geben. Willst du sie, dann wirst du sie haben. Und der Jäger lächelte und sagte: Ja, ich möchte sie sehr gerne haben. Und da rief der Fuchs seine Freunde herbei. Und er sagte: Freunde, ihr wisst, dass unser Jäger uns damals in diesem schrecklichen Winter allen das Leben gerettet. Und jetzt ist es an uns, ihm seine Güte zu belohnen. Wir werden ihm die Tochter des Zaren zur Frau holen. Die Tiere waren voller Freude. Doch wie soll das geschehen, Freund Fuchs? Das ist ganz einfach, sagte er. Wir werden zum Zarenschloss ziehen. Und dort gehen wir in den Garten und du, Freund Wolf, und du, Freund Bär, ihr spannt euch vor einen Pflug. Und ich werde als Pflüger hinterhergehen. Und am Morgen, wenn der Zar aus dem Fenster schaut, dann wird er mit Frau und Tochter herauseilen, um dieses seltsame Gespann zu sehen.
Und dann, Freund Adler, wirst du dich aus den Höhen herabsenken und du wirst sie ganz vorsichtig ergreifen, die Zarentochter, und hierhin in den Wald zu unserem Jäger bringen. Und wenn wir zurück sind, dann feiern wir Hochzeit. Ja, und so geschah es. In einer dunklen Nacht machten sich die Tiere auf den Weg. Und im Walde, da rief das Käuzchen. Sie kamen zu einer eisernen Brücke. Sie schritten hinüber, doch das Tor war verschlossen. Da grub der kleine Hase ein Loch, schlüpfte hinüber und öffnete das Tor für seine Freunde. Und sie gingen in den Garten des Zaren. Und Bär und Wolf spannten sich vor den Pflug und der Fuchs ging als Pflüger hinterher. Und am Morgen, als die Sonne aufging, schaute der Zar aus dem Fenster und er sah dieses seltsame Gespann. Und er rannte mit Frau und Tochter hinaus, um dieses seltsame Gespann zu sehen. In dem Augenblick aber, da senkte sich der Adler herab, ergriff die Zarentochter und trug sie hoch auf und davon. Der Zar, der schrie, die Zarin fiel in Ohnmacht, die Wachen eilten herbei. Doch niemand konnte den Adler aufhalten und auch die Tiere ließen sich nicht aufhalten. Der Adler brachte die Prinzessin in den Wald, dorthin zu dem See mit den vielen Enten. Und da stand er, der Jäger, und er begrüßte sie freundlich. Und weil er jung und schön war, da verliebte sie sich in ihn. Und als die Tiere zurückkamen, da feierten sie Hochzeit. Anfang fürchtete sich die Prinzessin vor den Tieren. Doch Menschen gewöhnen sich schnell an alles. Und es dauerte nicht lange, da sah sie, dass die Tiere ihr jeden Wunsch von den Augen ablasen und sie in großen Ehren hielten. Und da gewann auch sie die Tiere lieb. Und bald fühlte sie sich bei ihrem Jäger mit den Tieren im Walde viel besser als zu Hause im kalten Schloss ihres Vaters. Und sie lernte sehr viel von dem klugen Fuchs. Und bald fand auch sie ihre Aufgabe in der Hütte. Und es ging ihnen sehr gut, gemeinsam in der Hütte. Doch der Zar wollte seine Tochter zurück und er schickte Boten in alle Teile des Landes und er ließ verkünden: Höret, Untertanen, ein schreckliches Ungeheuer in der Gestalt eines mächtigen Adlers hat unsere schöne Zarentochter entführt. Sucht hinter jedem Busch, in jeder Höhle. Und jeder, der eine Spur zur Tochter des Zaren weist, wird reich belohnt werden. Und es dauerte nicht lange. Da kamen sie zu diesem schönen See
mit den vielen Enten. Und sie sahen den Jäger und seine Tiere und die Tochter des Zaren. Und die Tiere wollten sich auf diese Eindringlinge stürzen, doch die Zarentochter rief: Nein, bitte, bitte schaut, schaut, die haben doch Angst vor euch. Die laufen doch davon. Die kommen doch niemals wieder. Doch ein Fuchs ist ein Fuchs. Und der klügste der Füchse ist der Zar der Füchse. Und der sagte: Freunde, wisst ihr, was jetzt geschieht? Nein, das wussten sie nicht. Nun, sagte der Fuchs, diese Menschen laufen zum Zaren und der wird ein mächtiges Heer ausrüsten, uns zu töten und die Zarentochter zurückzuholen. Die Tiere erschraken. Was sollen wir tun, Freund Fuchs? Seltsam, sagte der Fuchs, ihr habt so viel größere Köpfe als ich. Doch ich muss euch alles sagen. Also hört, wir sind doch auch alle Zaren. Wir haben auch Völker. Wir werden dem Heer des Zaren ein Heer der Tiere entgegenstellen. Jeder, der Waffen tragen kann, soll hierher kommen. Und da lief der kleine Hase hinaus. Hoppeldi, hoppeldi, hopp! Und er rief sie zusammen. Die Bären, die Wölfe, die Hasen und die Füchse. Und der Adler brachte die Seinen. Und alle kamen sie zum See mit den großen Enten. Und der Fuchs wurde ihr Heerführer. Und er wies jedem seinen Platz zu. Und sie ritten heran, die Soldaten des Zaren. Da stürzten sich die Adler vom Himmel herab, warfen Steine, und die Soldaten des Zaren rissen ihre Flinten gen Himmel. Doch wer kann schon den Himmel erschießen? Und von allen vier Seiten stürzten sie heran, die Zaren der Tiere mit ihren Völkern. Und das Heer des Zaren wurde zerschlagen. Doch der Zar, der stellte ein noch größeres Heer auf. Doch gegen das Heer der Freundschaft vermochten sie nichts. Sie wurden zerschlagen. Und da sann der Zar auf eine List. Er rief die gefährlichste aller Hexen herbei. Die füllte ein Fass mit Zauberkräften. Und in diesem Fass flog sie hin in den Wald und sie verkleidete sich als Holzweibchen. Und sie ging zur Hütte und klopfte an. Sie bat: Bitte, kann ich mich nicht ein bisschen bei euch ausruhen? Ich bin ein armes Holzweibchen. Und sie durfte bleiben. Doch als die Tiere hinausgingen mit dem Jäger in den Wald, da sagte sie: Ah, du hast es so schön hier in dieser Hütte. Ich bin nur ein armes Holzweibchen. Ich lebe in einem Fass. Da lachte die Zarentochter und sagte: Das glaube ich dir nicht. Kein Mensch kann in einem Fass leben. Dann komm doch mit, schau es dir an. Und die Zarentochter ging mit ihr hin. Doch als sie sich über das Fass beugte, da stieß die Hexe sie hinein und sie flog mit Zauberkraft zum Palast des Zaren. Der Zar freute sich über die Rückkehr seiner Tochter, doch sie sehnte sich nach ihrem Jäger und nach den Tieren. Und als der Jäger und die Tiere
in die Hütte kamen, da wusste der Fuchs sogleich, was geschehen war. Das war diese alte Hexe. Doch wir holen sie uns zurück, unsere Zarentochter. Und in dieser Nacht, da zogen die Tiere wieder in den Garten des Zaren. Bär und Wolf spannten sich vor den Pflug. Und das Füchslein ging als Pflüger hinterher. Doch als an diesem Morgen die Sonne aufging, schaute die Zarentochter als Erste aus dem Fenster. Und als sie die Tiere sah, eilte sie voller Freude hinab in den Garten und ließ sich nur zu gerne von dem Adler zurückbringen in den Wald zu ihrem Jäger. Doch der Zar gab nicht auf. Er wollte seine Tochter zurück. Und er ließ ein Heer ausrichten, größer und mächtiger als jemals eines gesehen. Doch gegen die Macht der Tiere, gegen die Freundschaft, gegen das Heer der Gemeinschaft vermochten sie nichts. Und wieder wurden sie in alle vier Himmelsrichtungen zerschlagen. Und da begriff der Zar, dass er mit Gewalt seine Tochter niemals zurückbekommen würde. Und er schickte Boten hinaus in den Wald. Und er bat den Jäger, komm doch gemeinsam mit meiner Tochter ins Zarenreich. Du sollst sie in aller Ehre zur Frau bekommen. Und nach meinem Tod sollst du selber Zar sein. Und der Jüngling sagte, ja, das mache ich gern. Doch ohne meine Tiere komme ich niemals. Da schickte der Zar Kutschen hinaus in den Wald und die brachten die Zarentochter, den jungen Jäger und die Zaren der Tiere in den Palast. Und die Tiere nahmen ihre Völker mit und sie fanden alle Platz in dem großen Reich des Zaren. Und es dauerte nicht lange, da wurde dieser Junge selber Zar. Und dort herrscht er noch heute. Und er hat gute Minister, den Fuchs, den Wolf, den Bären, den Adler und den Hasen. Und ihr möchtet jetzt wissen, wo es ist, dieses Zarenreich? Nun, wo soll es denn sein? Dort, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen. Lernt mit mir aus der Geschichte, dass das Böse niemals siegt, wenn es Freundschaft und auch Liebe zwischen Mensch und Tieren gibt. Lernt mit mir aus der Geschichte, dass das Böse niemals siegt, wenn es Freundschaft und Vertrauen zwischen allen Menschen gibt.